Herzlich willkommen hier bei mir bei Michael Ruven Dietrich und auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt geht's los mit einem ganz großen Orakel. So, meine Lieben, natürlich haben wir auch nach wie vor noch die letzten Stunden des Black Friday Summer Sale im Shop dabei. 35% gibt es auf alle energetischen Helferlein von mir, wie die Pyramiden, die Wands zum Beispiel, die relativ neu sind, aber auch natürlich die Energiescheiben, die Achatscheiben. Ich glaube, das sind schon einige wieder ausverkauft jetzt, da ich auch nicht so viel energetisieren konnte. Aber das kommt wieder nach und nach in jedem Fall in den Shop rein. Klickt mal rein, unten in der Videobeschreibung ist es drin. Und natürlich auch der Promocode für die 35%. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kartendecks dabei. Mal sehen, was wir brauchen. Wir fangen an mit der Magie der Erde von Stephen D. Farmer. So, und schauen mal rein, was jetzt so wichtig wird, gerade jetzt in der kommenden Zeit, also ab wann du auch immer das Orakel schaust. Es ist natürlich ein allgemeines Orakel und nicht jeder kann damit in Resonanz gehen. Ich freue mich natürlich darüber, wenn du in Resonanz gehst. So, die Milchstraße, das ist die Perspektive. Also, wir haben jetzt einen Monat vor uns, noch einen Zyklus jetzt seit dem Vollmond, seit dem gestrigen, die uns eine neue Perspektive, eine neue Leichtigkeit verleiht. Ihr müsst auch immer noch bedenken, wir haben noch den Portalkorridor, dafür könnt ihr euch auch noch bei mir registrieren. Das sind 10 Tage, mega geile Energiearbeit. Und wenn euch der letzte Portalkorridor, das sind immer 10 Tage hintereinander im Juli, viel Kraft geraubt hat, dann registriert dich auf jeden Fall für die Energiearbeit. Upsala. So, da haben wir also die Perspektive. Wir gewinnen jetzt an Leichtigkeit, wir gewinnen wieder an Schwung. Und vielleicht bist du ja auch gerade in einer Situation, die dir keine Perspektive gegeben hat, sondern wo du denkst, Mensch, es ist alles aussichtslos, ich bin in einer Sackgasse drin, ich befinde mich auf einer Einbahnstraße in meinem Leben, dann sehe ich hier durch diese Karte und durch die Energie, wie ich mit euren Energiefeldern in Resonanz gehe, eine neue Perspektive. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Karte. Wir schauen weiter. Oh, da wollten gleich zwei raus. So, und zwar erstmal die Leidenschaft. Also die Leidenschaft, die wieder entflammt und die Mühelosigkeit, die kommt. Also dass auch hier wieder etwas mühelos, etwas leicht geht. Also wir haben zum einen das Feuer und den Wasserfall hier mitgezogen. Und hier kommst du wieder in den Fluss des Lebens, hast aber durch diese Perspektive, gewinnst du mit dem Feuer natürlich an Leidenschaft, an Vitalkraft, an Vitalstärke, an Lebensenergie, die zu dir wieder zurückkommt und findet. Und dann kommt alles wieder mühelos in den Fluss, also auch dein Partnerprozess, deine Themen, die da sind, die du vielleicht noch am Verarbeiten bist oder eben auch in diese Aufstiegsenergie wieder hineinzufinden. Und das Ganze ist gesegnet. Das war schon mal gerade ein Orakel, wo ich gesagt habe, es ist eine ganz gesegnete Verbindung. Und hier haben wir jetzt wieder den Segen mit dabei. Also auch wieder ein ganz deutliches Zeichen für mich hier, dass es eben genau in diese entsprechende Richtung geht. Das ist schon mal so die erste Reise, die wir hier haben. Also wirklich, dass ich sagen kann, es geht in eine schöne Perspektive hinein. Wir finden wieder auch ein Stück weit zueinander. Dann nehme ich die Karten, die ich von meiner lieben Freundin Colette Baron Reed bekommen habe. Die nehme ich ja auch sehr gerne. Hatten wir jetzt länger in dem Orakel benutzt. Das sind die Weisheitskarten. Der
weit unten auch so ein Shop-Link von Thalia. Könnt ihr gerne draufklicken. Da kriegt ihr eigentlich alle Klamotten wunderbar, wenn ihr sie für euch selber auch kaufen wollt. So, hier machen wir jetzt einen Sechser-Schritt. Das heißt, zwei Karten nochmal für die gegenwärtige Situation, zwei Karten für dich und zwei Karten für ihn, ja. Also auch hier, das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Die gegenwärtige Situation, das Weitergehen und das Atmen. Das Weitergehen heißt wirklich, es geht für euch einen ganz klaren Schritt nach vorne. Seid ihr wirklich sicher? Denn es wird jetzt keinen Rückschritt mehr geben. Gerade diese Vollmondenergie im Wassermann mit der Löwesonne im Zusammenspiel bringt die Dynamik, das Spielerische rein, aber auch die Leichtigkeit wieder. Durchatmen, auch hier muss ich einfach wieder sagen, Segen, Mühelosigkeit und der Atem dazu. Wir können wieder durchatmen, wir sind frei. Du wirst frei, befreit sein von negativen Schatten, von Blockaden, von Anhaftungen, von Dingen, die dich in der Vergangenheit einfach schlicht und ergreifend wirklich gequält haben. Die werden sich verändern. Deine zwei Karten. Ordnung schaffen und die Bereitschaft. Das heißt, wir können auch nur vorangehen, wenn wir auch wirklich Klarheit haben. Für diejenigen, die bei mir Members sind, das ist eine sehr kleine Gruppe, die jetzt nicht Member hier auf dem Kanal sind, also Kanalmitglied kannst du natürlich auch werden. Da hast du meistens dann eben zu großen Orakeln nochmal ein weiteres oder eben ganz eigene Videos, die da gepostet werden. Und wenn du aber im Member-Bereich, im Coaching bei mir drin bist, ja, dann ist es so, dass wir das Thema Ordnung schaffen im Juli auch hatten, wo es wirklich darum geht, etwas auszumisten, etwas loszuwerden, sich auch zu befreien, wieder in eine Struktur hineinfinden. Und du bist vielleicht gerade auch in der Situation, dass du sagst, hey, ich weiß gar nicht, woran ich da bei meinem Gegenüber überhaupt bin und hänge hier in der Luft und das macht mich wahnsinnig. Also kläre hier auch wirklich, geh, sei mutig, hab die Bereitschaft, Dinge hier auch zu klären, Dinge auch anzusprechen. So, seine zwei Karten, es ist erstaunlich, bei dir ist es Ordnung schaffen, bei ihm ist es Reihe und Glied. Also, auch bei ihm das Thema, die klare Definition, die wird kommen, um hier dieses Weitergehen überhaupt zu ermöglichen, sind das eure aktuellen Themen. Also wirklich die Dinge auch wieder in Reihe und Glied auch zu bringen. Und er kommt ins Hier und Jetzt und wird im Hier und Jetzt und das aktuell Entscheidungen treffen. Er wird mit dir ins Gespräch gehen. Hier gehen Türen auf. Er beendet das Festhalten in der Vergangenheit. Wir haben hier die Vergangenheit, Past stehen und hier Future. Und er ist in der Mitte. Er plant neue Dinge mit dir in der Zukunft, im Weg der Zukunft drin. Er lässt los von der Vergangenheit. Und vor allen Dingen, wenn du die Bereitschaft hast und die Arme aufmachst, dann kannst du nur beflügelt werden. So, das geben wir auch mal hier auf die Seite. Das fand ich, sind die ersten Karten spielen wieder ungemein zusammen. Und jetzt schauen wir einfach mal ins Tarot hinein. In diesem Falle ins Encore-Tarot von Ciro Marchetti. Zudem habe ich gerade eine recht starke Bindung zu dem Tarot, weil es funktioniert wirklich sehr gut. Es hat jetzt auch bei den Member-Lives sehr gut funktioniert und so weiter. So. Und wir schauen rein. Der Palast der Schwerter.
Auch hier, der Palast der Schwerter ist ein aufgeräumtes, ein klares Zuhause, ein Feld, wo Ordnung, Struktur ist, wo Dinge geklärt sind. Also immer wieder kommen wir da drauf, auf Ordnung schaffen, auf Reihe und Glied, ja, um in diese Perspektive auch hineinzufinden. Und das ist in jedem Falle genau auch hier wieder mit dieser Karte gemeint. Du fühlst dich verlassen, du fühlst dich alleine. Die neuen Schwerter sagt, du hast melancholische Momente, die du genießt, die du wirklich auch genießt. Man gibt sich diesen Momenten auch hin. Es ist jetzt an der Zeit, Perspektive zu gewinnen. Das haben wir als allererste Karte gehabt. Ordnung zu schaffen. Und dann überwindest du auch diese neuen Schwerter. Perfekt, denn es kommt das Äon, das Gericht. Das Gericht ist immer begleitet von der Energie von Erzengel Gabriel, der die Dinge klären möchte. Das Äon ist der neue Zyklus, der entsteht. Es ist das jüngste Gericht. Es werden Entscheidungen getroffen. Es tun sich aber auch hier ganz neue Welten auf für euch. Und das, meine Lieben, das ist doch das Tolle, dass du herauskommst in eine geklärte Umgebung, in der die Dinge definiert sind, wie es weitergeht, Schritt für Schritt auf dem Weg des Weitergehens in eure Zukunft hinein. In den nächsten zwei Positionen haben wir wiederum, wir haben jetzt 1, 2, 3 große Arcana-Karten hier liegen. Zum einen den Hierophant und den Turm. Das ist die Herausforderung, das musst du annehmen. Das wird auch er annehmen. Ja? So, der Hierophant sagt hier erstmal, dass das Ganze beschützt ist von euch beiden. Dass es eine spirituelle Absegnung hat, dass es hier aber auch noch etwas zu lernen gibt, wenn man Mauern niederreißt. Das sagt der Turm. Es muss hier nochmal eine alte Verkrustung gelöst, erlöst werden, um voranzugehen. Es werden Ketten gesprengt. Ja? Es kommt vielleicht auch was zum Einsturz dazu. Vielleicht bist du ja auch noch gebunden und er wartet auch auf dich, auch die Situation gibt, oder es ist umgekehrt. Dann kommt einfach der Turm, der hier eine Mauer niederreißt und ein Umfeld einfach platt machen kann. Ja? Aber der Hierophant sagt, es ist beschützt. Du hast jetzt eine Folge deiner Intuition, folge dem, was du fühlst, folge den Zeichen, die du siehst, ob das jetzt Doppelzahlen sind, 11 Uhr 11, 22 Uhr 22, ob es Initialen sind, die du irgendwo siehst durch Abkürzungen, achte auf diese kleinen Zeichen. Und wir haben dann den König der Kelche. Und das Ass der Stäbe im Ergebnis. Wenn du das beachtest, dann ist es so, dass er da sein wird mit einer liebenvollen, fürsorglichen Art. Und vor allen Dingen mit dem Ass der Stäbe werden Energiefelder freigesetzt. Eure Symbiose wird wirklich auf ein ganz neues Energielevel hochkommen. Also wir sprechen wirklich von einer absoluten Hochfrequenz, die für euch vorgesehen ist. Es ist Kraft, das ist Stärke, das ist Zuversicht, das ist wirklich so Power, Energie. Das ist, ja, da will man jetzt etwas machen und ihr werdet etwas machen. Und genau das verspreche ich euch von diesen Karten. So, das Tarot hat uns schon mal ganz wertvolle Informationen gegeben. Machen wir zwischendurch mal eine kleine Textkarte. Und füllen uns da auch nochmal rein. Natürlich kannst du auch immer deine individuelle Beratung bei mir haben. Ruf mich dazu am allerbesten in der Praxis an. Habe ich den Fokus gezogen.
Fokussiere dich auf deine Ziele. Was ist das Ziel? Schreibe es hin, schreibe es auf ein Vision Board, mach eine Liste dazu. Wie soll es aussehen? Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich definiere das, ich probiere das immer so ein bisschen scherzhaft aus. Ich habe nach einer neuen Wohnung geschaut, einfach mal so definiert, was ich mir da wünschen würde. Und es kam tatsächlich das Angebot oder genau die Wohnung, die ich aufgeschrieben hatte. Vielleicht waren 3, 4, 5% nicht dabei, aber das war der Minimalteil. Und meine Entscheidung war es aber, hier in meiner jetzigen zu bleiben. Und wenn man den Fokus zielgerichtet macht, dann bitte, hey, nehmt ihn, fokussiert euch drauf, nimmt die positive Energie mit eines glücklichen Moments, den du erlebt hast, und es wird auch zum Ziel kommen. So, nicht genug. Wir haben ja noch ein bisschen was da. Nehmen wir auch nochmal die Erzengel Michael-Karten dazu. Meine Lieblingskarten. Natürlich abgesehen von meinen eigenen, aber das Deck gibt mir immer so unglaublich oder für euch auch so tolle Antworten. Natürlich. Liberation, Illumination, also Licht und Freiheit. Da haben wir genau das Weitergehen, das Atmen dabei. Wir haben aber auch die Perspektive in dieser Karte drin und wir haben auch den Segen mit dabei. Also alles, was wir ausgelegt haben, kommt hier nochmal kompensiert in einer Karte zusammen, Leute. Dieses Gefühl auch in dieser Energie, in der wir jetzt drin sind, vom Mond, ist wunderschön. Denn sozusagen bekommen wir wieder Wind unter unsere Schwingen, unter unsere Flügel und können einen sanften, leichten, befreiten Flug machen. Und ich weiß, es gab bei vielen von euch viele Rückschläge in diesem Jahr. Und jetzt können wir mit einem sanften, wohlwollenden Seelenbalsam nach vorne schreiten. Welcher Erzengel kommt hinzu? Es kommt Erzengel Michael, Transmutation, also wirklich die Transformation, die Zeit der Transzendenz, die ist jetzt da, dass wir wirklich einen Schritt einfach auch weitergehen und Perspektive haben. Also egal, welche Karten ich hier ziehe, sie spielen alle genau in dein Thema mit rein, in das, in die Energie, die uns erwartet. Ja? Und Erzengel Michael gibt uns Kraft, gibt uns Stärke, gibt uns die Energie, er führt uns, er leitet uns und du kannst ihn jederzeit anrufen und mit ihm natürlich auch sprechen und ihn um Hilfe bitten. So, jetzt legen wir mal noch die Mystery Cards, ein kleines Bild. Es kommt im zentralen Thema zu Gesprächen. So, dann nehmen wir es einfach so, wie es jetzt auch ist. Also, die erste Themenkarte sind die Vögel. Darum geht es, also wirklich über die Dinge auch zu sprechen. Auch die Bereitschaft zu haben, auch hier mit der Leidenschaft voranzugehen und auch Ordnung schaffen und die Bereitschaft dazu haben, darüber zu sprechen. Es war dein Thema. So, also es wird drüber gesprochen. Über was und mit wem wird gesprochen? Es wird mit dir gesprochen über das Thema Partnerschaft und Liebe. Darüber liegt der Neubeginn und im Ergebnis liegt der Schutzengel mit dabei, der das Ganze beschützt. Wir haben den Leuchtturm und die Sau dabei, also wirklich das große Glück dabei und auch wirklich die Richtung, die ist schon vorgegeben, die ist schicksalhaft für dich vorgegeben. Es kommt
überraschend, blitzartig, schnell in dein Leben hinein und verankert sich mit tiefen Gefühlen. Ich springe vom Neubeginn auf dich, auf den Schutzengel. Überraschend schnell kommt die Partnerschaft mit dem großen Glück. Großes Glück in Gesprächen über einen Neubeginn. Also alles formt sich jetzt neu und wird sozusagen rund werden. Nehmen wir abschließend noch hier etwas mit. Für meine Mitglieder geht es in diesem Orakel natürlich auch im Mitgliederbereich hier bei YouTube weiter. Und wir schauen jetzt erstmal noch, was wir abschließend für eine Botschaft aus den Witch-Karten bekommen. Ja? Also, du hast wirklich das Gefühl, es waren ja vorhin auch die neuen Schwerter dabei im Tarot, und du hast das Gefühl, dass du dass da noch was an dir klebt. Es ist aber ein Gefühl, ein falsches Gefühl, denn hier haben wir wirklich den Reichtum wieder dabei, die bereichernde Zeit, die jetzt beginnt. Du kommst, du löst deine Fesseln aus der Vergangenheit und Cleansing Water ist nochmal dabei. Also auch hier wieder die Reinigung, Mühelosigkeit, Ordnung schaffen, Illumination, den Fokus. Also auch wirklich wieder diese Ordnung auch zu machen. Die wird ebenfalls wieder da sein und du kommst mit ganz viel Kraft und Power über diese Zeit. Und ihr kommt jetzt als Resümee wirklich in das Gespräch. Die Gespräche werden zielgerichtet von beiden Seiten sein. Auch er ist an diesem Punkt, jetzt den Weg mit dir in der Zukunft zu beschreiten. Und dessen bleibe im Vertrauen, sei dir sicher und bleibe natürlich energiereich, glücklich. Ich bin von Herzen immer für dich da. Mucho, mucho amore. Ciao.